Hallo, mein Name ist Gernot und heute zeige ich dir, wie du Erkennungsfehler in ScanScore korrigieren kannst. Nachdem du Noten eingescannt oder importiert hast, zeigt dir ScanScore auf der rechten Seite die erkannten Noten an. Links siehst du zum Vergleich das Original. ScanScore unterlegt Takte, in denen etwas mit den Noten nicht stimmt, automatisch mit einer Fehlermarkierung. Sind zu viele Notenwerte in einem Takt, dann siehst du eine hellblau gestrichelte Linie. Die Zahl am Ende der Markierung bezieht sich auf die Stimmebene. Dazu komme ich später nochmal. Wenn ein Takt zu wenige Noten hat, erscheint die Fehlermarkierung violett, so wie hier. Wichtig, du kannst durch das Fadenkreuz links immer genau sehen, wo du dich befindest und die Stellen links und rechts so miteinander abgleichen. Kommen wir jetzt zur Fehlerkorrektur. In diesem Takt wurde eine punktierte Viertel statt einer punktierten Achtel erkannt. Außerdem fehlt die Sechzehntel am Schluss. Um die Viertel in eine Achtel umzuwandeln, markiere die Note mit einfachem Klick. Gehe jetzt in den Notentoolbar oberhalb der Partitur. Klicke einfach den richtigen Notenwert an und die markierte Note wird automatisch umgewandelt. Fehlt noch die Sechzehntelnote. Drücke die Escape-Taste, um in den Auswahlmodus zu gehen, oder klicke das Cursor-Symbol in der Toolbar an. Wähle dann wieder aus der Notentoolbar die gewünschte Note aus, hier also die Sechzehntel. Nun kannst du sie durch weiteren Klick direkt an die richtige Stelle setzen. Das gleiche machen wir jetzt in diesem Takt. Hier fehlt zusätzlich auch noch ein Notenschlüssel. Gehe zuerst wieder in den Auswahlmodus, dann klicke die Schlüssel-Toolbar hier oben an und du kannst jetzt genau wie bei den Noten dein Symbol mit einfachem Klick auswählen und dann in die Partitur setzen. Danach wählen wir die fehlende Achtelnote aus und setzen sie auch ein. So, die Fehlermarkierungen sind jetzt weg. Aber das mit der Balkendarstellung hier stimmt noch nicht so ganz. Das korrigieren wir jetzt. Markiere die erste Achtelnote mit einem Klick. Öffne jetzt mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und wähle Balkengruppierung und Auftrennen. Die Note wird jetzt von der nächsten Achtel getrennt. Ziehe jetzt mit gedrückter Maustaste ein Auswahlrechteck um die restlichen Achtelnoten. Diese sind teilweise verbunden, teils getrennt. Das bringen wir jetzt in Ordnung. Wähle nach Rechtsklick wieder Balkengruppierung und Auftrennen. Wiederhole das Ganze und wähle jetzt Verbinden. Diese Achtel sind jetzt alle mit einem Balken verbunden. Kommen wir jetzt zu den eben angesprochenen Stimmebenen. Hier ist ein Beispiel einer Markierung, die Fehler in zwei Stimmebenen, nämlich 1 und 2, anzeigt. Deshalb überprüfen wir jetzt diese beiden Stimmen. Öffne mit Rechtsklick wieder das Kontextmenü und wähle Andere Stimme bearbeiten, Stimme 2. Diese Stimme wird jetzt dargestellt. Alle Noten und Pausen in anderen Stimmebenen sind jetzt ausgegraut. Wir sehen, dass nur die halbe Note der zweiten Stimmebene zugeordnet ist. Das Viertel A hier jedoch nicht. Deswegen gehen wir jetzt in Stimme 1. Die Viertel erscheint hier wieder schwarz, weil sie in dieser Stimmebene liegt. Markiere die Note mit Linksklick und wähle dann nach Rechtsklick in Andere Stimme verschieben und Stimme 2. Die Note wird jetzt in die zweite Stimmebene verschoben. Und siehe da, jetzt stimmen beide Stimmebenen und die Fehlermarkierung ist weg. Nach Rechtsklick Andere Stimme bearbeiten, Alle Stimmen anzeigen, sehen wir jetzt wieder alle Noten normal. Wir haben jetzt eine ganze Menge darüber gelernt, wie wir Erkennungsfehler korrigieren. Aber nicht jeden Fehler erkennt ScanScore automatisch. Deshalb solltest du die Partitur immer genau prüfen oder nutze die Wiedergabe, um Fehler zu hören. Hier zum Beispiel hat ScanScore ein Vorzeichen nicht erkannt. Klicke die Note an und wähle dann aus der Notentoolbar das Kreuz aus. Es wird automatisch vor die Note gesetzt. Auf dieselbe Art korrigieren wir jetzt diese Noten. Und hier setzen wir jetzt noch die Vorschlagsnote.
Ganz wichtig, ScanScore liegt mit seinen Fehlermarkierungen nicht immer richtig. Wenn du den Takt geprüft hast und keine Fehler entdecken kannst, dann ignoriere die Markierungen einfach. Es entstehen in der Regel keine Nachteile dadurch. Übrigens kannst du natürlich auch Liedtext korrigieren. Klicke den Liedtext mit Doppelklick an. Jetzt kannst du ihn korrigieren. Mit der Taste Tab springst du automatisch zur nächsten Note, so wie hier. Noch ein Hinweis zum Export. Wenn du dein Projekt zum Beispiel als Music.xml exportieren willst und noch Fehlermarkierungen vorhanden sind, weist dich ScanScore darauf hin. Du kannst jetzt frei wählen, ob du trotzdem ohne weitere Korrektur exportieren willst oder mit dem Korrigieren fortfahren willst. Wie schon gesagt, es erwachsen dir in der Regel keine Nachteile, wenn du trotz vorhandener Fehlermarkierung exportierst. Hast du weitere Fragen? Dann sieh doch mal im Support-Bereich unserer Website vorbei. Dort findest du weitere Hilfestellungen und Tutorial-Videos.